Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal ein paar Runden. Der Boden ist Lava zusammen mit meinen Zuschauern. Der Gewinner jeder Runde kriegt am Ende von mir und Crafter ein paar Robux donated. Aber bevor ihr es vergesst, liked das Video, abonniert meinen Kanal und viel Spaß. Wir versuchen jetzt alle zu kicken, außer dich und mich. Kick, nicht Lick, oh Gott. Kick, ich kann nicht schreiben, Kick, non-admins. Please? Ich bin noch nicht raus. Es hat funktioniert. Oh, die Leute joinen nach. Die Leute joinen nach. Ah, Serverlist ist gleich voll. Ja, ich glaube, jetzt ist der Server voll, oder? Das können wir so machen. Die Sache ist, letzte Woche gab es ja richtig viele Bugs. Ich habe mich jetzt ein paar Tage hingesetzt, ein paar der Bugs gefixt, aber ich habe jetzt schon wieder den Überblick verloren, was alles gefixt ist und was nicht. Wir lassen uns überraschen. Ich würde sagen, Arena-Kampf. So, Arena-Kampf startet. Die Lichter gehen aus. Und jetzt sind... Ich bin auch. Oh, du bist auch dabei. Okay, Crafter, du bist scheinbar nicht auf der Boss-Liste. Ja, toll. Ja, dann viel Erfolg, Crafter. Ja, danke. Wie schieße ich? Wie schieße ich, hä? Du musst erst eine halbe Sekunde warten und dann gedrückt halten. Das ist richtig anstrengend. Okay, okay. Oh, die Leute sterben. Da oben haben wir jetzt ein Feed. Wer stirbt? Wenn jemand stirbt, dann sehen wir das. Leon ist gestorben. Oh, da wird heftig gekämpft da unten. Crafter, bist du noch am Leben? Ja. Okay. Man interessiert sich für mich. Sehr gut. Also ich bin hier noch nicht mal an Verstecken. Ich schieße auf die Leute, aber niemand interessiert sich wirklich für mich. Sehr gut, sehr gut. Mal gucken, wer diese Runde gewinnt. Das wird jetzt erstmal eine kleine, entspannte Runde. Der Aufzug kommt runter da unten. Hi, 2234XD12? 2? 12 steht da, glaube ich. Aber mit einem Mutant-Base-T-Shirt, so wie es sich gehört. Ah, ich bin tot. Du bist tot. Crafter ist gestorben. Noch 8 Spieler sind verbleibend. Also in dem, hier stirbt man wirklich sehr schnell, weil das Schwert ist ein One-Hit, wenn er es richtig trifft. Der Orb ist kein One-Hit, weil das fände ich ein bisschen overpowered. Der ist ein Two-Hit. Oh, Jojo-YouTube ist richtig low. Ein Orb-Hit und er ist tot. Meine Assist ist gerade gestorben. Jojo schießt da runter auf die Leute. Mal gucken, wer überlebt. Bald fangen auch die Wallhacks an. Oh, nee. Und ich sag euch, ich habe hier eine kleine Überraschung noch reinprogrammiert in das Spiel. Affe mit Waffe ist gestorben, noch 5 Leute sind am Leben. Da unten laufen sie. Oh, teamen die beiden etwa? Ah? Nee, doch nicht. Sie teamen nicht. Sie kämpfen gegeneinander. Warum nimmt er sein Schwert nicht raus? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er kein Schwert. Nee, es kann nicht sein, dass er kein Schwert hat. Das habe ich gefixt, dass man keine Waffe bekommt. Ah, jetzt hat er sein Schwert rausgenommen. Okay, Wallhacks sind aktiviert. Jetzt kann man alle Gegner sehen, die sich verstecken und... Hier hinten versteckt sich also jemand schon die ganze Zeit. Alles klar. Die Person mit dem super, super Happy Face. Dann mal schauen, ob du gewinnst. Um ehrlich zu sein, wenn man so ein Gesicht in Roblox hat, dann frage ich mich wirklich, ob man die Robux wirklich braucht. Aber vielleicht auch geschenkt bekommen, wer weiß. Ja, man weiß ja nie. Keine Ahnung. Auf jeden Fall krass, wenn man mit so einem Gesicht rumläuft. Ich würde mir sowas niemals kaufen. Ich hatte sehr teure Sachen, aber jetzt will ich auch noch niemanden sowas haben. Mhm. Lohnt sich wirklich nicht. Die Lava kommt, Leute. Die Lava kommt, das bedeutet, dass ihr langsam euch nach oben begeben müsst, weil sonst wird es heiß. Wie bitte? Lava? Die Lava kommt, du hast richtig verstanden. Okay, das ist neu. Ihr hört sie blubbern, oder? Und der Boden, er wird oranger. Oh, es wird heiß hier unten in der Arena. Aber es gibt auch Leute, die trotzdem hier unten rumlaufen. Oh, das könnte gefährlich werden. Jemand flüchtet sich auf den Aufzug. Die Leute klettern hoch, okay. Ist hier überhaupt noch irgendwer? Ich sehe den nicht. Ja, es sind noch 4 Spieler verbleibt. Ja, du hast die Wallhacks leider nicht an, weil du kein Boss bist. Das ist schade. Da sind 3 Spieler, wo ist der 4.? Oh, die mit Happy Face ist gerade gestorben. Das war's dann wohl. So, noch 3 Spieler verbleibend. Hier oben sind 2 Spieler, die wahrscheinlich teamen. Er springt und runter. Da hinten die letzte Person. Mal schauen. Wo ist die Lava? Sehe ich die nicht, oder? Die Lava, die kommt sehr langsam. Achso. Und da ist sie. Kommt die Lava. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wenn die Lava kommt, man stirbt nicht sofort. Aber die Lava richtet schon gut Schaden an. Ihr habt es gesehen bei mir. Okay, noch 3 Spieler verbleibend. Roblox-Spieler, der hat mich getötet. Ich habe das Gefühl, diese Leute wollen es auch. Die wollen es jetzt kommt ein einer ist gestorben. Okay, jetzt ist das... jetzt ist das ein Fernkampf. Es gibt nämlich diese 2 Säulen, die miteinander verbunden sind. Theoretisch könnte Roblox-Spieler 14.02 rüberspringen und in den Nahkampf gehen. Hat er dich gerade abgeschossen? Ja, er hat gerade auf mich geschossen. Oh! Tja, ich bin mir gerade nicht sicher, ob er abgeschossen wurde oder ob er mich abgeschossen hat, weil wer mich trifft, der stirbt. Okay, damit hat Tirolizzi gewonnen. GG, herzlichen Glückwunsch an dich. Du hast überlebt die erste Runde in der neuen Arena. Mit weniger Bugs. Übrigens GG an alle, die mitgekämpft haben. Vor allem an alle, die es in die Top 10 geschafft haben, weil das ist wirklich nicht einfach. Ich habe ihn. Oh, du hast ihn. Warte, wo ist er? Warte, ich laufe mal Tirolizzi hinterher. Ich habe ihn gefunden, aber seine höchste Donation sind 30 ES. Tirolizzi, möchtest du nicht ein bisschen mehr als 30 Robux haben? Also das für so einen Arena-Kampf ist das ein bisschen wenig. Und da kann ich auch mal 30 Robux noch raufpacken hier. Also ich kann gerne 30 ES donaten.
Herzlichen Glückwunsch, yay! Yay, 30 Robux! Ja, 60, oder? Ja, 60. Ja, jetzt 60 Robux. Okay, du hast 60 Robux bekommen. Bisschen wenig, aber schauen wir mal weiter. Dann habe ich noch ein paar kleine Bugs gefixt. Crafter natürlich auch die Adminrechte gegeben, damit er zugucken kann. Und Crafter hat nebenbei scheinbar einfach noch ein paar Leuten Robux gegeben. Hier, Roblox-Spieler, der hat mich getötet. Der kriegt auch ein bisschen was. Der hat mich getötet, der kriegt ein bisschen was. Oh, ein Robux ist ein bisschen wenig. 20 bisschen viel dafür, dass man nicht gewonnen hat. Ich donate trotzdem die 20. Komm, machen wir einfach mal. Dafür hole ich mir das der Gangster-Shirt. So, bitteschön, Roblox-Spieler. So. Und falls ihr selbst ein paar Robux übrig habt, dann wäre es natürlich auch cool, wenn ihr anderen Leuten donatet. Damit macht ihr ihnen eine Freude. Nicht jeder hat Robux. Oh, stand da gerade eine Fehlermeldung? Ja, machen wir nochmal. Ich glaube, da kam ein Fehler auf eben beim Kaufen. Donate, please. Jetzt wurde es gekauft. Alles klar, sehr gut. Und die Lava kommt jetzt mit doppelter Geschwindigkeit. Oh, jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's gefährlich, Leute. So, da sind wir. Jetzt sind wir auch beide hier oben. Okay, die ersten Leute sterben schon. Oh, da unten ist gerade ein Orb geflogen. Es gibt Leute, die sich verstecken, aber verstecken gibt es nicht mehr, weil die Wallhacks, die wurden schon längst aktiviert. Es sind noch 10 Spieler verbleibend. 3 Spieler dort. 3 Spieler dort. Oh, die Lava kommt jetzt. Okay, der eine hatte aber eine sehr interessante Taktik. Ja, ich weiß auch nicht, was er sich dabei gerade gedacht hat. Noch 8 Spieler verbleibend. Und der Boden wird heißer, Leute. Hier unten solltet ihr wirklich nicht mehr lange sein, weil die Lava hat doppelte Geschwindigkeit. Ganz schnell hoch, ganz schnell hoch, ganz schnell hoch. Sehr gut. Ah, mal gucken, ob du an denen da oben vorbeikommst. Hier oben wird episch gekämpft. Noch jemand ist gestorben. Über die Brücke rüber. Wer wird diese Säule für sich gewinnen? Oh, 3 Leute auf der Säule. Nur noch 2 Leute auf der Säule. Nur noch eine Person auf der Säule. Und Grummel, Grummel ist hier unten auch ziemlich langsam. Hat er Internetprobleme? Ist er am Handy? Oh, das wäre so mies. Es wäre aber auch so cool, wenn du gewinnen würdest, obwohl du laggst. Ich wäre echt gespannt. Hier ist immer noch eine Person, die sich hinter der Säule versteckt. Aber Bruder, daraus wird nichts. Daraus wird nichts. Wenn die Lava kommt, dann ist es vorbei mit dir. Du musst eine hohe Position finden und kämpfen. Weil die Lava die brennen jetzt hier. Noch 2 Spieler getötet. Wer wird gewinnen? Ich sag euch, die Lava tötet alles. Ihr müsst euch auf den Kampf einlassen oder ihr werdet einfach so sterben. Roblox-Spieler lebt schon wieder. Okay, ihr seid sehr weit voneinander getrennt. Auf diesen Fernkampf, wenn ihr treffen solltet, wäre das natürlich das komplette Aus für den, der getroffen wird, weil dann wird man runtergekickt von der Säule. Aber das ist sehr schwer, auf die Distanz zu treffen. Ich habe den Orb eingestellt, dass man damit jetzt ein bisschen weiter schießen kann, mit weniger Problemen. Aber es ist immer noch schwer zu treffen, ihr seht. Ich glaube, es geht nur um die Lava. Es geht gerade nur um die Lava. Ich gebe euch jetzt einen Tipp an die absoluten Profis. Diese Items, die normalerweise hängen, die schwimmen auf der Lava. Ihr könnt euch, hier nicht, diese Plattform ist gerade asleep, aber das Ding hier, ist tot. Oh, doch nicht. Nein. Oh. Roblox-Spieler, schafft das rauf. Er hat es hier rausgeschafft. Als ob. Okay. Und jetzt ist es hier hinten knapp. Das wird ein epischer Kampf mit der Springtaktik. Wie weit wirst du es schaffen mit dieser Springtaktik? Und du bist gestorben. Alles klar, Roblox-Spieler 1402 hat gewonnen durch die Lava. Aber den Trick, den ich euch zeigen wollte, war diese Plattformen hier, die schwimmen auf der Lava. Okay, herzlichen Glückwunsch, Roblox-Spieler 1402, du hast gewonnen. Und wir setzen die Arena mal wieder zurück. So. Oh Gott, das war hier auch noch teleportiert. Hey, was ist denn das hier? Hier spawnen wir. Und an der Stelle gab es im Livestream leider ein Problem. Und zwar ein paar Roblox-Services waren down, weshalb ich manchen Spielern nicht donaten konnte. Aber ich habe später im Livestream noch allen Leuten donatet. Was ihr auch in den kommenden Videos dann noch sehen werdet. Wo ist der Start von Roblox-Spieler 1402? Hier ist er. Und don't own a T-Shirt jetzt. Ihr könnt mir gerne spenden. Ich brauche das für mein Spiel. Ich will einen Bus-Simulator erstellen und kann mir dann Busse kaufen. Ich hoffe, du hast einen Game Pass erstellt, weil wenn ja, dann musst du den jetzt hinzufügen. Ich gehe mal stark davon aus, weil er hat ja schon 159 Robux donated bekommen. Eben hatte das tatsächlich so noch, welche. Wahrscheinlich hat es nicht richtig geladen. Ja, wir warten mal, bis Roblox-Spieler 1402 seine Game Pass-ID hat. Oh, Digga, was ist das denn für ein Skin? Azerael. Guck mal, wie klein man sein kann. Einfach Turning Red. Was? Guck dir das an, der ist so witzig. Das ist ja richtig klein. Azerael, zeig mir, ich bin ein Bär, zeig mir deinen Stand. Ich will dir donaten. Für den Skin will ich dir donaten. Komm. Oh, der ist ja wirklich klein. Ja, komm. Wow. Ich wusste gar nicht, dass man so klein sein kann. Ich auch nicht. Also, wow. Okay, wir suchen nach deinem Stand. LS Player, ja, das ist dein Stand. Dann donate ich dir dafür auf 60 Robux. Komm, du hast nicht gewonnen, aber für den Skin kriegst du von mir 60 Robux. Bitte sehr. Und viel Spaß mit den Robux. Jetzt gucken wir mal, ob Roblox-Player hinzugefügt hat. Ja, hat er. 75 Robux kriegst du natürlich auch.
für den Sieg in der Arena, den hast du dir verdient. Das ist immer blöd. Man kann halt nicht donaten, wenn jemand im Weg steht. Ja, und wenn man zu oft drauf spammt, der Kauf von Itemnamen ist fehlgeschlagen, da ein Problem aufgetreten ist. Oh, nice. Danke. Danke, Roblox. Ich wollte gerade auch schon sagen, hey. So, wir haben dann noch sehr lange versucht zu donaten. Es ging einfach nicht wegen diesem Roblox-Fehler. Am kompletten Ende des Livestreams habe ich ihn dann noch donatet. Ihr könnt euch den Livestream angucken oder das nächste Video abwarten. Aber jetzt rein in die nächste Runde. Jetzt sind die Wallhacks schon an. Die ersten Leute sterben. Es sind nur noch 15 Leute verbleibt jetzt schon. Okay, wenn ich jetzt hier rübergehe, habe ich leider kein Feed mehr. Ich würde gerne so hier einfach weitermachen. Wir müssen vielleicht den Freecam-Script aktivieren. Die Lava kommt und Leute da unten. Leute da unten, ihr müsst unbedingt hoch. Die Lava kommt mit dreifacher Geschwindigkeit. Also ihr schafft das nicht. Ihr schafft das nicht mehr rechtzeitig. Oh Gott. Urox 4 ist gestorben. Oh mein Gott, ich will sehen, ob er es nach oben schafft. Ich meine, oh Gott, das hier ist Gott. So RIP. Und ja, mit der Sprungtaktik schafft er es mit dem Springen. Oh Gott. Okay, er hat sich noch gerettet mit halbem Leben. Noch einer. Oh, er ist gestorben in der Lava. Oh. Da unten sterben die Leute. Hier oben wird es natürlich gefährlich auf den Säulen. Es sind noch 7 Spieler verbleiben. Ben ist gestorben. Und aber niemand hat bisher den Tipp angenommen. Wie low bist du denn? Jojo ist richtig low. Da kommt der nächste Kämpfer. Und? Oh, hier an der Seite steht einer, aber... Das wird brenzlig. Schafft das noch rüber? Vielleicht schafft er es, wenn die Lava hoch genug ist, die Lava zu nehmen, um auf die Säule zu springen. Das ist wahrscheinlich seine Taktik. Oh Gott. Oh, er hat es gerade noch so geschafft. Noch 4 Spieler am Leben. Die zwei sterben gleich. Hier hinten jemand auf einer dieser Plattformen. Hier hinten jemand auf einer... Oh, keiner Plattform. Das wird hart. Doch, er hat es auf den Fahrstuhl geschafft. Okay, du hast es auf den Fahrstuhl geschafft. Aber auch auf dem Fahrstuhl ist es heiß, Leute. Auch hier könnt ihr sterben und er ist auch gestorben auf dem Fahrstuhl. Warte mal, Spy. Du hast eben gesagt, Spy, als sie hinten gekämpft haben, beide werden sterben. Und Spy, der da hinten auf keiner Plattform war, die ganze Zeit Lava-Damage bekommen hat, hat überlebt. Das ist krass. Also wirklich GG an Spy Gaming. Wow. Übrigens nochmal danke an die Donations. Nochmal die zweite Donation von 00 Janni und die Donation von Walker. Das freut mich wirklich sehr. Komm, hierzu kriegst du einmal das Boss-Tool von mir. Oh, stimmt, das kann man nicht droppen. Und danke an die Donation, die zweite Donation von Breiwalker. So, SpyGaming-Real. Du bekommst jetzt natürlich von uns Robux. Lauf zu deinem Stand, wir kommen zu dir. Ich sag jetzt Arena zurücksetzen, bam. Ui. Und wir gucken mal, vielleicht finden wir den Stand schon. Sein Spitzname ist Spy, sein normaler Name ist Spy-Gamer. Vielleicht hat er aber auch noch keinen geclaimed. SpyGaming-Real hat noch nie Robux bekommen. Dann kriegst du jetzt deine ersten Robux von mir. Bitte, jetzt kein Bug. Oh nein. Warum kann ich sowas nicht finden? Kann es sein, dass Roblox irgendwie RIP ist? Ach nee, ich gehe mal auf die Plattform von denen. Ja, guck mal nach. Server-Status. SpyGaming_real. Wir werden euch auf jeden Fall die Robux geben. Wir müssen halt nur einen Weg finden, wie. Im Notfall. Also es gibt jetzt einen Error. Im Notfall gehen wir auf eure Profile. Was? Es gibt jetzt einen Error. Toll! Yeah! Jetzt, wo wir Robux verschenken, gibt es Errors mit Robux verschenken. Danke, Roblox. Vielen lieben Dank dafür. Dann muss ich nicht so viel Robux ausgeben. Ich werde es natürlich trotzdem machen. Und das habe ich dann auch gemacht. Aber wie gesagt, schaut euch das gerne im nächsten Video an. Das war's erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!